Hallo liebe Freunde, heute wieder mal ein Thema, wo ich als Frau aus der Psyche und dem Blickwinkel einer Frau auf eine weibliche und teils sehr widersprüchliche Verhaltensweise blicke. Es geht um Eigenschaften und um Dinge, die Frauen bei der Partnerwahl in den Männern wollen oder suchen, die sie aber nie zugeben würden. Macht doch gerne ein Abo, wenn euch meine Themenwahl gefällt und vergesst auch die Glocke nicht, damit ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt werdet. Folgt mir auch auf Twitter und auf Instagram, da kommentiere ich aktuelle Ereignisse, ohne immer gleich ein ganzes Video zu machen. You really shouldn't bother asking women what they find attractive in men. It's basically pointless. Man sollte Frauen gar nicht erst fragen, was sie bei den Männern attraktiv finden, denn jede Antwort ist einfach nur Propaganda. Sie würden nicht zugeben, was sie tatsächlich attraktiv finden. Sie lügen nicht, sie lassen einfach wichtige Dinge weg. Der Zweck dabei sei, sich selbst im bestmöglichen Licht darzustellen. Ich bin da neulich auf ein Video von Alexander Grace gestoßen, das mir sehr gut gefallen hat. Was er darin zu Frauen- und Männerdynamiken erklärt, scheint mir kongruent, gut beobachtet, es macht Sinn. Ja, und dieses Thema, das halte ich für wichtig, weil da offenbar einige Informationen rund um die Psyche der Frau in der Welt kursieren, die so nicht stimmen und die nur Verwirrung und Frustration bei den Männern auslösen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Wie ihr ja wisst, sage ich auf diesem Kanal des Öfteren unpopuläre Dinge, Dinge, wo nicht jeder einverstanden ist, aber ich bin immer ehrlich und es spielt mir auch keine Rolle, Dinge zu sagen, die man nicht so gerne hört. Auch beim Thema Frauen ist es so, es gibt einiges, das Frauen nicht unbedingt gerne hören wollen, aber man kann es trotzdem ansprechen, denn bei den Männern tut man es ja auch. Zur Genüge. Außerdem, ich möchte wirklich, dass Männer verstehen, wie Frauen wirklich denken und was es bedeutet, wenn sie Dinge sagen, aber ganz anders handeln. Ja, und da fängt es eben schon mal damit an und ihr habt das wahrscheinlich alle schon mal gehört, was eine Frau sagt, wie sie sich ihren Partner wünscht. Er soll einfach eine tolle Persönlichkeit haben. Ja, genau. Alex bezieht sich auf einen Artikel, wo angeblich wissenschaftlich herausgefunden wurde, was Frauen in den Männern suchen. Smart soll er sein, humorvoll sie zum Lachen bringen, sie in ihrer Karriere unterstützen, sich Mühe geben mit ihren Freunden und der Familie, emotionale Intelligenz, ihre Meinungen respektieren, zuhören, Arbeit in die Beziehung stecken, ihre Erfolge feiern, ihre Werte teilen. Ja, das sind so die typischen Standardfloskeln, also nicht, dass sie das alles nicht wollen, aber all of the things that this article does not mention. Kann man mit einem Straight Face sagen, das ist, was Männer wissen müssen, wenn sie auf den Datingmarkt gehen? Gute Frage. Und ich stimme ihm zu, das sind eher Dinge, die man vielleicht in Männern möchte, wenn man schon mit ihnen in einer Beziehung ist und möchte, dass diese Beziehung für sie gut funktioniert. Aber es sind gewiss nicht Kriterien, die der Frau bei der Partnerwahl als erstes einfallen, wenn sie einen Mann aussucht. Schauen wir das mal genauer an, welche 9 Punkte Alexander Grace aufzählt, was denn Frauen in Männern suchen. Okay, heiß soll er sein, groß, also groß finde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber einfach größer als sie selbst. Die meisten Frauen, die sind mit Partnern zusammen, die größer als sie selbst sind. Das hat evolutionsbiologische Gründe, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Größere und somit oft stärkere Männer werden von Frauen bei der Partnerwahl bevorzugt. Ihre körperliche Durchsetzungsfähigkeit und ein damit verbundener höherer sozialer Rang vermittelt Frauen das Gefühl, sie seien mit einem derartigen Partner sicherer gestellt. Ja, ich habe mir das jetzt selbst nie so konkret überlegt, aber ich habe eigentlich selbst nie Männer gedatet, die kleiner waren als ich. Ich bin 1,73 und ja, die waren eigentlich alle immer größer. Ich würde den Punkt groß und heiß aber zusammenfassen in gutes Aussehen, denn das Äußere ist für Frauen sehr wichtig, aber sie geben es nicht zu. Denn wenn es so wäre, dass das Aussehen keine Rolle spielt, gäbe es die bekannte 80-20-Erhebung bei Tinder nicht, wonach etwa 80% der durchschnittlich aussehenden Männer um 22% der Frauen kämpfen, weil die anderen 78% der Frauen nur an den 20% der attraktivsten Männer interessiert sind. Dass das Aussehen keine so wichtige Rolle spielt, ist offensichtlich gelogen. Und wenn das euch je gesagt wird, dann bleibt skeptisch. Wer kriegt am ehesten einen Match bei Tinder? Wer über 1,80 groß ist und unter den attraktivsten 20%. Check! Daran ist überhaupt nichts falsch. Man sollte sich das halt einfach auch selbst eingestehen. Dann weiter. Gut im Bett soll er sein. Also das wünschen sich die Frauen gemäß Alexander Grace in den Männern. Ja, also für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Punkt bei den Frauen,
Klar, das möchte jeder, dass es sexuell stimmt, dass es sexuell passt. Männer, Frauen. Aber meines Erachtens ist das jetzt nicht etwas, das man als Frau zuoberst auf der Prioritätenliste hat. Ich wage sogar zu behaupten, dass Frauen da Abstriche machen würden, weil Sex für sie einfach nicht die gleiche Wichtigkeit hat wie für die Männer. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ich spreche hier von Tendenzen. Dass Männern Sex wichtiger ist als Frauen, das wurde ja schon vielfach wissenschaftlich erforscht. Reich soll er sein? Auch das sehe ich ein bisschen anders. Reichtum ist nicht das Kriterium vieler Frauen bei der Partnerwahl. Also klar gibt es die Golddigger, aber das ist nicht die Mehrheit der Frauen. Und auch ja, wenn die Frau die Wahl hat zwischen zwei Männern, die genau gleich sind, genau gleich gut aussehen, attraktiv, sich um sie kümmern und der eine hat Geld und der andere hat kein Geld, dann wählen sie schon in 99% der Fälle den mit dem Geld. Ich würde auch den wählen. Aber er muss nicht reich sein. Entscheidend ist vielmehr, dass er einen bestimmten Status hat. Das ist mein zweiter Punkt und Alex spricht den Status auch an. Ich meine hier aber den Status im Sinne von einem akzeptierten Status in der Gesellschaft. Natürlich, Status bedeutet für jeden etwas anderes und man kann es auch nicht auf alle Frauen pauschal beziehen, aber tendenziell wünschen sie sich bei dem Partner, dass er mindestens denselben oder einen höheren Status hat als sie. Die meisten würden das aber, gerade in Zeiten von Feminismus und Emanzipation, nicht zugeben. Also, er muss nicht reich sein, aber sein Geld verdienen, ein stabiles Einkommen haben, eine Wohnung, respektabel dastehen, mit beiden Beinen fest in der Gesellschaft verankert. Der Typ, der gibt der Frau Sicherheit. Und nicht derjenige, der mit 35 noch zu Hause bei der Mama wohnt oder mit 35 noch im Selbstfindungszustand ist. Die exotischen Überlebenskünstler oder die Weltenbummler, die sind toll und abenteuerlich. Das ist vielleicht eine Zeit lang interessant, man hat es lustig zusammen. Aber wenn es um Langfristigkeit geht und irgendwann im Hinterkopf die Familiengründung ist, dann funktioniert das nicht. Und noch wichtig, der Punkt Status, der ist für sie attraktiv, auch wenn sie selbst einen gesellschaftlich akzeptierten Status hat, ihr Geld komplett selbstständig verdient, emanzipiert, selbstbestimmt und unabhängig ist. Umgekehrt übrigens ist es bei den Männern, bei der Partnerwahl eher egal oder völlig egal, welchen Status die Frau hat. Männer haben eher ein Problem, wenn sie einen besseren Status hat oder viel mehr verdient als er. Ja, und dass ihr der Status so wichtig ist, ist aus evolutionsbiologischer Sicht ebenso völlig einleuchtend, weil sie ja an sich selbst und eventuell an ihre künftigen Kinder denkt. Interessant finde ich aber, dass viele Frauen in unseren Breitengraden diese Prioritäten oftmals nicht zugeben. Im asiatischen Raum beispielsweise, bei den Chinesen, ist das beim Dating völlig klar, dass das so läuft und das wird auch offen so gesagt. Auch in Japan wählen die Frauen Männer und die geben das offen so zu, die einen anständigen Job haben, ein anständiges Einkommen, eine Wohnung und völlig egal wie nett er ist. Solange er diese Dinge nicht hat, fällt er durch. Ich war mal in Japan und habe mich ausgetauscht mit jungen Leuten und die haben mir das genauso erzählt. Aber anders als bei uns ist das in asiatischen Ländern gesellschaftlicher Usus, also akzeptiert, sowie ein offenes Zugeständnis. Niemand schämt sich dafür und niemand wird deswegen geschämt oder irgendwie oberflächlich geschimpft. Und ich finde diese Ehrlichkeit gut, sie reduziert nämlich Missverständnisse und Menschen wüssten viel eher, woran sie sind. Ja, und wenn man das eben nicht zugibt, ist man ja auch unehrlich mit sich selber. Und ja, es gibt ja gewisse Frauen, die sind Weltmeister darin, unehrlich zu sich selbst zu sein. Dann haben wir noch einen sehr guten Punkt, pre-selected. Das heißt, Frauen finden Männer attraktiv, die zuvor schon von anderen Frauen ausgewählt worden sind, von attraktiven Frauen oder von solchen, die man selbst kennt oder die man toll findet. Und auch das würden viele nicht so gerne zugeben, weil es halt irgendwie schräg klingt. Ja, und ganz ehrlich jetzt, also ich habe das selbst schon an mir beobachtet, wenn man sich so seine Exen anschaut und da noch coole Frauen darunter sind, dann denkt man, also wenn die schon mit ihm zusammen war, dann muss er ja wirklich ein guter Typ sein. Klar besteht da auch die Möglichkeit eines Eifersuchtproblems oder Gedanken wie, wie kann ich da mithalten, wenn er schon mit der zusammen war. Aber ich denke, erstere Denkweise ist dominanter. Man geht da weniger Risiko ein, die Katze im Sack zu kaufen, mit dem Falschen eine Beziehung einzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Und bitte lasst es mich
mich in den Kommentaren wissen, ob euch das vielleicht auch schon aufgefallen ist oder vielleicht hat es ja euch eine Freundin, Frau oder Ex-Freundin schon so erklärt. Ja, den Status, den habe ich schon erklärt. Body Confidence, also Vertrauen in seinen Körper und ja, das gilt aber für alle, also Menschen, die gesund sind, gesund aussehen, in Form sind, ja, die sind attraktiver. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Frauen zugeben würden. Ich würde das auch subsumieren unter Attraktivität. Männer sollen älter sein, damit die Frau zu ihm hochsehen kann. Mit dem Alter kommt Lebenserfahrung, erklärt Alexander Grace. Also ich würde es nicht als eine Frage des Alters sehen, sondern als eine Frage der vierte Punkt für mich, mentalen Stärke. Diese hat man meistens in jüngeren Jahren noch nicht, außer man ist eine absolute Ausnahmeerscheinung wie Roger Federer. Normalerweise sammelt die sich im Laufe der Jahre mit den Erfahrungen, mit den Hürden, die man überwunden hat, etc. Ja, und ich finde, heute ist es ja überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Frauen Partner haben, die ein paar Jahre jünger sind. Jeder ist ja so alt, wie er sich fühlt und eigentlich nicht so alt, wie er tatsächlich ist. Und um zu jemandem aufzuschauen, ist nicht das Alter auf dem Papier ausschlaggebend, sondern das Köpfchen. Mentale Stärke ist sehr attraktiv in einem Mann. Independence, ja, zu männlicher Unabhängigkeit erwähnt Alex noch, dass es der Frau wichtig ist, dass er sein Leben nicht völlig ihrem unterordnet. Klar, stimme ich zu, würde aber nicht sagen, dass sie das nicht zugeben würde. Klar ist es nicht sexy, wenn du als Frau immer deinen Willen kriegst, es keine Reibungspunkte zwischen euch gibt, sondern immer nur Kopfnicken. Zur Männlichkeit gehört auch, dass man ihr Paroli bieten kann, ihr gewisse Schranken aufzeigt, sie geistig herausfordert. Das gilt aber für beide. Auch Männer langweilt es doch mit der Zeit, wenn sie immer nur Ja sagt und ihr Leben völlig nach dem Seinen ausrichtet. Ich halte einen anderen Punkt für wichtig, der hier jetzt gar nicht erwähnt wird. Frauen finden es attraktiv, wenn er die Kontrolle oder den Lead übernimmt. Auch das würden aber viele nicht offen zugeben. Auch hier, jede Frau ist natürlich anders, aber insgeheim haben sie es gerne, wenn er die Eigenschaft des Alpha-Mannes besitzt und Dinge in die Hand nimmt, also dort, wo sie es wollen. Vor allem Dinge, die die Frauen selbst nicht groß interessieren, da soll er das doch bitte einfach alles selbstständig für sie beide regeln. Aber Vorsicht, dort, wo sie es nicht wollen, Finger weg, da darf er das gar nicht. Dinge wie Kindererziehung oder in welche Schule der Noah geht. Nein. Da will sie nicht, dass er vorgibt, wie es läuft. Ich habe da noch ein Beispiel für euch. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum bei Paaren in 99% der Fälle, wenn sie zusammen im Auto sind, der Mann am Steuer sitzt und die Frau Beifahrerin ist? Wie kann es sein, im Jahr 2022 mit all den feministischen Ideen von der Gleichberechtigung, dass praktisch immer der Mann den Lead am Steuer übernimmt? Und glaubt mir, das tun die Männer nicht in jedem Fall freiwillig, weil sie das so toll finden, sondern weil es sich so eingebürgert hat. Aber warum? Meine Erklärung dafür: Frauen haben ganz einfach keine Lust zu fahren. Ich spreche da auch von mir. Es ist doch viel bequemer, daneben zu sitzen, aus dem Fenster zu blicken, sich nicht auf den Verkehr konzentrieren zu müssen, nicht nach der Strecke suchen zu müssen. Und wenn man diese Verantwortung im Auto so einfach abgeben kann an den Mann, dann tut man es eben. Ja, also sie will eigentlich, dass er das Zepter in die Hand nimmt, genauso lange, bis sie Veto einreicht, dann muss er es sofort abgeben. Oder in anderen Worten, sie will die Kontrolle abgeben, da wo es bequem ist. Ja, also einmal soll er sich so verhalten und dann wieder nicht. Und genau das ist eben schwierig für Männer herauszufinden, wo ist es denn okay, den Lead zu übernehmen, wo nicht, da ist ja auch bei jeder Frau ganz unterschiedlich ist. Es ist aber nicht nur schwierig, es ist auch widersprüchlich. Weil wenn du es ja attraktiv findest, wenn einer jetzt vom Wesen her der Alpha-Typ ist und überall immer ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt, in der Beziehung ein bisschen den Lead übernimmt, der verlässliche Typ ist, wenn es ums Problemlösen geht, dann ist das ja Teil seiner Persönlichkeit, die du schätzt, in die du dich auch verliebt hast. Aber eben, also du übernimmst den Lead in Bereichen, wo sie Miss Alpha sein will, dort findet sie es dann wieder furchtbar. Oder umgekehrt bist du eher der liebenswürdige, gefällige Typ, der super gerne alles immer ausdiskutiert. Dann wirft sie dir insgeheim vor, ein Waschlappen zu sein, weil du Dinge nicht in die Hand nimmst und sie sich um alles kümmern muss. Ja, es ist das Frauenparadox allgemein in der heutigen modernen Gesellschaft. Viele Frauen wissen nicht genau, was sie wollen.
Einmal wollen sie es so, dann wieder so und er soll sich immer entsprechend verhalten, wie sie es sich gerade vorstellt. Nochmal, nicht alle Frauen tendieren zu diesem psychologischen Verhalten, aber dass sie sehr widersprüchliche Anforderungen an den Mann stellen und gewisse Dinge nicht zugeben würden, das eine sagen, das andere tun, das muss man einfach wissen. Ja, und darum sind ja heute viele Männer auch verunsichert über ihre Rolle. Was soll ich eigentlich sein in der Familie, in der Gesellschaft? Hier mein Video übrigens, was vom Manne übrig bleibt und wie es um die heutige Männlichkeit steht. Frauen, die wollen heute so wie alles. Also der sozial taugliche Mann von heute, der soll kochen können, bügeln, waschen, Windeln wechseln, Begonien einpflanzen, humorvoll sein, intelligent, sensibel, rücksichtsvoll im Job, kompetitiv, abgehärtet und erfolgreich. Und währenddem immer genug Zeit für die Familie aufbringen. In der Nacht soll er unseren G-Punkt finden, mit verbundenen Augen und auf den Rücken gebundenen Händen, während er gleichzeitig unsere verspannten Nackenmuskeln lockert. Ja, werdet daraus mal schlau. Ich hoffe, euch ein bisschen helfen zu können, was die Psyche von Frauen anbelangt. Lasst es mich auf jeden Fall bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr das seht. Stimmt ihr mir zu? Liege ich da falsch? Ich freue mich auf eure Kommentare und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe auf ganz bald wieder. Macht's gut und tschüss.